Das ist natürlich schick. Also, Platz für ein Heli ist hier bestimmt auch noch. Für alles, worauf Sie Lust haben, können Sie alles selber gestalten. Also, die Ja, Bude schon selber schick. habe ich gekauft für 30 Millionen. Ja. Das Ding ist aber, 30? ja. Warum? Das ist sehr viel Geld für so ein Haus. Ja, natürlich, aber das ist aber auch, Sie wissen ganz genau, dass gerade Häuser limitiert sind und so. Ich habe hier immer noch von Olaf Selbstverständlich. Toast gekauft. Ja, okay, dann ist das natürlich auch exklusiv, ja. Ganz exklusives Ding. Und Sie wissen, das ist die Big Boss Straße, also eine Big Boss Straße. Und genau am Ende ist so dieses Haus hier. Das hat was zu heißen. Ja. Hätten Sie Interesse? Definitiv. Die Frage ist nur, wo wir da preislich sind. Und ich müsste das auch dementsprechend noch mit dem Management abklären, ob das dann auch passt. Ich weiß jetzt nicht, was du dir da preislich vorgestellt hattest. Du hattest ja schon so um die 30 Millionen gesagt. Muss ich schauen, ob das im Rahmen ist. Also grundsätzlich ist die Lage natürlich hier ganz gut. Aber ich glaube, hier ist ja auch Blatt sind hier in der Nähe, richtig? Nein, nein, die sind hier nicht. Die sind weiter. Die sind Stimmt, ist ein hinten. Stück runter, ja. Yeah. Okay. Ja, das Und war. außerdem, wenn Sie sagen, wenn Sie vermieten und Ihr Vermieter ist hier, dann sagen Sie mir Ihren Namen. Ich bin sehr, 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 sehr gut mit dem Platz. War auch vorher bei dem Platz und dann sage ich den Namen und da hat er gar keine Probleme. Alles klar, okay. Nee, aber es ist halt für viele so, wenn ich die Immobilien präsentiere, dass sie sagen, ja, hier sind Gangs in der Nähe, das ist nicht so gerne gesehen. Gar kein Problem. Also Okay, okay, die sind okay. sowieso ein bisschen weiter weg. Gut. Moin, Ja, wo ist das? 30 Millionen ist ein bisschen viel. Würdest du noch ein bisschen runtergehen? 30 Millionen habe ich ja selber gekauft, Mann. Ja, ich weiß, aber 30 Millionen ist tatsächlich, Sagst du, Herr Toos hat mich abgezogen, oder was? Also, da habe ich jetzt die Hand nicht drüber, aber Sie haben das sicher dafür entschieden, das Geld auszugeben. Ich würde Ihnen sagen, dass ich das von meiner Seite aus nicht empfehlen würde. Deswegen, ja. Also ich würde Ihnen sagen, guck mal, ich habe das Ding für 30 Millionen gekauft und ich will damit auch keinen Verlust machen, weißt du, wie ich meine? Auch nachvollziehbar, ja. Aber ich war auch nicht oft hier, also würde ich sagen, machen wir. Guck mal, wir machen einen guten 29. Ich will nicht viel Minus machen. Ich war aber auch nicht oft hier. Polizei hat gerade gemeldet, JVA wurde Panikbutton gedrückt. Und dann sind wir beide zufrieden, oder nicht? Alarmfahrt. Ja, Moment. 29, ich schreibe mir das einmal auf, breche das dann die Tage mit Okay. dem Management ab. Ihnen Wenn besitzen das Sie passt, dann, ich habe ja deine Telefonnummer, dann Panikbutton schreibe ich gedrückt? dir, okay? Ja, ich komme. Alles klar. Klar, Steff. Jo. Okay, dann danke ich Ihnen, ja. Wunderbar, perfekt. Ich muss weiter zu Perfekt. einem Einsatz. Alles Sie klar. können sich dann nochmal hier rumschauen, ja? Alles klar. Jo, Dankeschön. danke Ihnen. Stonks. Hi, Sheldon. Warte, ich glaube, wer Ich ist komm denn hier? her. Wer hat jetzt Komm zu? her. Achso. Zu Ihnen. Nehmen wir Olaf mit? Ja. Was man, was mit der anderen tut? Olaf, komm Auto auf her. der Autobahn. Jo, machst Scheiße. du Heere, wollte eigentlich jetzt hierher kommen. So, Ja, wir haben was ist Einsatz Einsatz bei. jetzt? Er soll zu JVA kommen. Da ist Einsatz. Nee, 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 Was denn tut? dann steige ich aus, Digga. Okay. Ich muss zur Garage jetzt von der Toast, meine Importe sind da, weißt du? Ja, dann fahren wir So. schnell hin, dann fahren wir Ding ins JVA. Nee, ich gehe Okay, zu Fuß, komm. alles gut, Digga, alles gut. Okay, Ja, dann okay. fahren wir das Ja, ja. Blatt so, ja? Lass schnell den, markier mal JVA. Was ist denn bei der JVA? Panic-Button wurde da gedrückt. Oder da fahren schon so viele los, da wird eh nichts wieder sein. Denkst du? Ich glaube nicht. Ich sag dir ehrlich, wie Uber vorhin. 1 ist von 7 und 2 Schützen. Muss einfach schauen. Da wird safe Platz sein. Wir schießen doch eh nicht gegen Platz. Scheiß auf die. Oder? Weiß ich nicht, ob da Platz sind. Platz war noch schon vorne da. Wieso sollten die jetzt nochmal da sein? Lass einfach schauen. Wenn nicht, hauen wir direkt wieder ab. Sind ja schnell unterwegs. Aber da ich dann.
Oh mein Gott. Alles gut, Mann. Jo, alles Mann. Gut. Ey, alles gut, Digga. Die Hassler schießen rum vom JVA-Gelände. Hassler, Hassler, Hassler. Boah, die fick ich gerne, Digga. Die fick ich gerne, Digga. Die kleinen Wichser. Schüsse von rechts. Schüsse von rechts. Rechts oben auf dem Dach. Okay. Mal lore ich aus. Das ist ein Überraschungsmoment. Hast du Waffen dabei, Sosa? Yeah, normal Karabiner alles. Wie kann man Gangmitglied und Soldat sein? Das ist sein zweiter Account, Bryce. Mit seinem ersten Account ist er Vize bei dem Platz. Mit seinem zweiten Account ist er bei der Bundeswehr. Sosa? Yeah. Soll ich fahren? Hallo, 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 soll ich fahren? Hallo? Bryce! Hallo, lass mich fahren. Ich steig aus. Die Hunter sind eigentlich direkt oben am Dach beim ersten Gebäude rechts. Wie ist die Lage vor Ort? Mit wie vielen Feinden müssen wir rechnen? Kann der oben Es sind schon ziemlich viele. Es gibt sehr. Einer tot auf dem Dach. Oder der Hustler-Heli ist auch unterwegs. Hustler-Heli versucht zu landen. Position des Helis. Ein Kollege am Boden. Aber mitten im Gefängnis. Schiss ab. Heli am Quallen. Für mich zur Kenntnis, gibt es von uns Leute auf dem Dach, kommen? Zumindest zwei Leute auf dem Dach. Funkruhe. Gibt es von uns Leute auf dem Dach? Positiv. Direkt rechts auf dem Gefängnis. Gut verstanden, dann schieße ich mich auf alles, was sich bewegt. Somit. Es sind noch Handlass auf dem Welche Gebäude? Nur zur Info, die Watchtower sind betriebbar und man kann durch die Scheiben schießen, also Vorsicht. Somit. Digga, warum ruft er mich an? Digga, die schießen doch hier, komm mal her! Wo denn genau? Ja, vor Bundeswehr. Vor JVA. Ja, Justiz auch in der Mitte des Daches bei der JVA. Ich hab einen verwundeten Hunter hier oben am Dach bei mir. Sofern das Gebiet gesichert, erste Sorgung einleiten, danach durchsuchen und Anmeldung übergeben. Irgendwo. Nochmal wiederholen, ist das Gebiet gesichert? Sicher? Negativ, es fallen noch Aktivschüsse. Jo, chill. Ich geh mal bis an meine Schutzweste. Jo. Bist du Sosa, Mann? Ja, ich bin's. Scheiße, die haben mir nur einen Taser gegeben, verdammt. Kopfschmerzen, Mann, verdammt. Ja. Hier hast du sie. Danke dir. Ich geh mit dir mit, sonst bin ich hier gleich tot, Mann. Bleib bei den Fahrzeugen da vorne, wenn du keinen Taser hast, schlauer. Stop pinging this all time this fucking tunnel. Hä? Haben wir Felsanitäter dabei? Ist hier einer am Wusch? Der Medic ist schon verständigt. Wo bist du? Hast du Munition? Ja. Frage, kann man bewusst Kameraden mitnehmen oder müssen die an der Position liegen bleiben? Danke. Einmal weg. Nein, natürlich können sie die mitnehmen. Wer ist hier im Busch? Wer ist da am Busch? Ja, ich sehe da auch irgendwas. Wie mache ich das? Hä, wo denn? Weil du schießt auf mich, du Idiot! Ey, mein Gott! Ey, Idioten, Alter! Geh mal weg!
Ich am Boden. Der ist down, der ist down. Ich hab. What the fuck, wie kann. Also wirklich ehrlich. So, komm mit. Alter Schwede, Jungs, ey. Schon hört er nicht. Digga, solche Idioten. Habt ihr eine Schutzweste, Jungs? Ja, jetzt haben sie ihn. Habt ihr den nicht gesehen, Alter? Ich hab den zweimal gelasert. Ja. Ey, crazy. Ey, der hat hier vorne auch einen Kollegen weggemacht. Ja. Hier vorne bei dem BMW. Aber deine Jungs hatten auch gerade keine Waffen. Ich musste erstmal einen Karabiner wegbringen da. Sosa? Ja. Hast du den durchsucht? Ja, nee, nee. Schüsse kommen aus. Alles klar, ich mach das. Suchen den mal. Achso, ja. Schüsse nee, nee. Vom Helikopter 1. Wir mobilisieren ein Fahrzeug. Ich will das Fahrzeug. Fertig. Schleck. Alles gut, Fahrzeug ist immobilisiert. Haben Sie eine Schutzweste? Haben Sie eine Schutzweste? Für mich. Bitte? Haben Sie eine Schutzweste für mich? Ramirez. Ja, ja klar, warten Sie. Kommen Sie her. Oder ja, hab ich. UH1 verlässt Einsatzgebiet und sucht das nähere Gebiet. Laut Polizei noch ein. 1 bis 2 Leute im Gefängnis vor Ort, also mit Beachtung vorgehen. Im Gefängnis drin, ne? Positiv. Eigentlich alle aus. Ist da was dabei, der Wichser? Ich guck grad nach. Er hat keine Waffen dabei. Deswegen war auch die ganze Zeit im Busch. Das war der im Busch. Den habe ich jetzt nach hier getragen. Ja, ich hab den Kollegen von dir gesagt, Sosa, dass er sich die Waffen da rausholen soll, weil er hat nur einen Taser einstecken. Ah, okay. So. Deswegen war der Wichser auch im Busch, Alter. Hab ich auch noch jemanden? Wichser, Mann. Das ist der vom Dach? Ja. Okay. Durchsuchen erst, wenn Medic da war, ne? Nee, wir können direkt durchsuchen. Okay. Natürlich, gut. Wenn Beschuss auf uns aufgenommen wurde, dann kann sofort durchsucht werden. Alles klar, bitte einmal wegtreten, nicht, dass ich euch durchsuche. So schlau, Chat. Bodentruppenstatus. Ich bin gerade das durch die Justiz erstellt. Somit. Hat wer eine Schutzweste? Nö. Keine eine Schutzweste. Lass mich mal rein, Alter. Josef vertauscht. Ehrlich. Haben Sie eine Schutzweste? Fallen weiter Schütze? Haben Sie Schutzwesten? Für mich. Fallen weiter Schüsse. Haben Sie Schutzweste? Schutzweste. Ich weiß nicht, kommen Sie mal mit. Kommen Sie mit hier rein. Lassen Sie uns rein, lieber. Wenn, dann hier vorne. Wagner für UH, komm. Innen sieht's relativ clean aus. Ich habe Ihnen einen Polizisten dort abgesetzt, der wird Sie von hinten decken. Da drinnen. Genau. Ob Sie die nehmen können, weiß ich nicht. Sind die Medics kann ich nicht. Schon im Gefängnis? Und holen Sie mal welche für mich. Warten wir immer noch. Ja, ich kann mir die auch nur anziehen. Ich kann mir keine kaufen, Herr hier, Leute. Sagen Sie dem Herrn bitte, der soll mal sein T-Funk. Ich habe ja leider keine gerade auf Flasche. Man hört ihn gerade gar nicht. Er kümmert sich gerade um. Ah, okay, wunderbar, danke. Digga, dieser Knast ist ja viel geiler. Warum wird der nicht benutzt? Also um näheres Gebiet jetzt gründlich mit einem Scharfschützengewehr durchsucht, um die JVA an sich alles sicher. Stop pinging this old time fucking tunnel. So. Chat das mal durchfunkt. Vielleicht wollten sie ihn auch befreien. Ich meine, zwar komisch als Hustler irgendwelche Platz zu befreien, aber. Hat jemand was zu essen dabei, Kollegen? Ja, ich werde ja umgeschossen. Ja, ich habe was zu essen dabei. Wer braucht Ramirez braucht. Komm, Ramirez. Ja. Ey, yo, Bryce, wo bist du? In der
der JVA noch, ich komme jetzt raus. Eine gute GPU. Oh, Chat, gut Schnapp gemacht, eine Karabiner abgezogen. Eieiei, hier kann einer nicht fliegen. Nee, Digga. Ciao, ciao, Rudi. Alles gut? Ja, okay. Sosa und Bryce, wo bist du? Ich bin gleich vorne. UH1 verlässt Einsatzgebiet und landet wieder in der Dienststelle. Der UH geht vorher nochmal tanken. We need your fucking flash. What the fuck you going? So easy Cash gemacht. Bitte ja, ich übernehme den direkt. Alles klar. Jan. Halt dein Maul. Jan, deine Schwester. Das wurde auf beide Herren geschossen. Vor der Bundeswehrdienststelle steht das Kali-Kartell mit Waffen. Mindestens 20 Leute sind mir gerade über Telefon. Oh. Ja, einmal bitte die Hände nach oben. Dicker, Bryce, wo bist du? Digga, ist der dumm? Dem. Holger, Junge, wo bist du? Ich bin bei uns im Auto. Ja. Wo ist es? Weitere Anweisungen ganz bezüglich der Situation an der Dienststelle. Ja, ganz links, ganz links. Der, der kommt vom Kopf. Ganz links, ja. Nochmal wiederholen, man hat die Frage an welcher Funkspruch. Das Kali-Kartell steht mit zogenen Waffen vor der Bundeswehr-Dienststelle. Gut. Digga, ich hab irgendein Dings abgezogen. Somit verstanden sind auf dem Weg. Ich hab AK abgezogen von irgendeinem Typen. Negativ, davon war nicht die Rede. Ich fahr da hin. Dürfen wir durch, dürfen durchziehen? Lass durchziehen. Nee, dürfen wir? Ja. Aufbereit in Rest. Ja. Ja, ja. Wir ziehen weiter. Jo, alles klar. Wir ziehen ab. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mein Hustler war im Gebüsch, Digga. Jetzt hier einfach versteckt, der Wichser. Ja, wir haben erschossen, ja, ich war dabei. Digga, ich bin da drin, ein Labyrinth da drin. Wie soll man da klarkommen? Was gehört Kali-Kartell-Waffen vom BW? Dienststelle. Echt jetzt? Komplettes Kali-Kartell, alle Waffen. Außen. Was machen sie denn hier rum? Bin jetzt in den Arsch gefickt. Ich hab kurz Mechaniker geholt. Das Kali-Kartell bewegt sich jetzt in Massen Richtung ihrer Fahrzeuge. Besetzen Fahrzeuge. Sollen wir uns bereit? Was macht der? Negativ. Herr Holgers klettert, das haben Sie nicht gehört. Liegt doch eine verletzte Person vor Ort, Herr Holgers. Was los? Ja, er muss den reparieren. Nein, muss er nicht. Wiederholen? Ja, ich weiß, aber. Verletzte Person direkt vor der Dienststelle, Medics sind bereit. Weißt du, was ich meine? Kali-Kartell setzt auf und geht aus der Pfütze ab. Und zwei Personen sind noch vor. Nicht Kali-Kartell-Angehörig, so wie es scheint. Zivilist betritt jetzt das Bundeswehrgelände. Oder die reden mir zu viel im Funk, ich überlege rauszugehen. Digga, wie viel reden die? Wir müssen hier durchfunken, Digga, was da passiert, ne? Ja. Der behindert, Digga? Komm, wie du uns abdrängen wolltest, der Schwanz. Das Wort mit der Pool ab.
Ab jetzt mit der Justiz. Jawohl. Mir fällt gerade auf, Digga, Justiz voll die Opfer, Digga. Könntest du gar nicht werden, wenn irgendwas passiert. Bundeswehr kann von... Ups. Doch, ich glaube schon, aber Digga, sind immer zu fünft oder so. Und zu sechst. Die mit von Mayo kommen. Die müssen weiter beschreiben. Was macht man denn bei der Justiz? Ja, sowas wie in die JVA ja, Leute bringen, ne? Denk ich mal. Halt, was als Justizia machst du? Obwohl, ich glaube, dieses Kalt ist raus, der hat gar keinen Spaß. Sag mal, was da abgeht. Da hat nichts mehr. Ich hab gar keinen Bock mehr auf Streife, Mann. Was ist los? Digga, ich sagte sowieso, ich fahr auch nur wegen den Autos, weil die so schnell sind, deswegen fahr ich. Warte mal, ich hab ja eine Karabiner jetzt bekommen. Ja. Ich hatte doch heute noch eine AK, die ich jemanden abgezogen hab. Hast du noch jemanden abgezogen? Ja, yeah, aber ich weiß nicht mehr, wo ich den gelegt hab. Ein Auto wahrscheinlich getan, ne? Denk ich mal. Hä, wo hab ich die nochmal? Ich hab doch heute... Haus, Auto, im Haus? Stimmt. Digga, komm, was ist das für ein Ding, Alter? Im Haus. Guck dir das mal an. Haus, Haus, stimmt, Haus. Siehst du das? Ich seh's. Sehr krank. Lass mal zu mir nach Hause mein Dings einlagern. Hat einer von euch jetzt? Zwei AKs gemacht. Schmeckt. Ich habe auch noch Karabiner gemacht haben. Wir müssen da müssen auch noch Käufer finden, Alter. Aber wir dürfen uns nicht abziehen lassen, ne? Lass uns einen seriösen Käufer finden, Digga, nicht irgendeinen Hampelmann. Warte, ich bring uns ein. Einen kleinen Schwanz. Schmeckt. Jetzt habe ich schon Dings Haus verlassen. Digga. Du scheiß Wichser! Was ist? Warum sprayst du an meine Wand, Bicklet? Na was, hä? Tu nicht so, Alter! Du bist der Einzige, der das macht! Bei wer hat mir das erzählt? Keiner hat mir das erzählt! Ich komme in mein Grundstück, will meine Waffe einlagen, guck rechts, auf einmal steht da Bicklet! Tut mir leid, Bruder, ich mach das mit meinem Entferner wieder weg. Ich wollte ein kleines Mädchen erlauben. Wo bist du? Ich bin jetzt noch bei Herrn Tubbs in der Garage. Kommst du hier? Ja, ich komme. Deine Mutter, du Wichser! Wo, hier schick, hier. Kommst du hier hin? Achso, da, wo wir letztes Mal auch die geholt haben. Ja, genau, Digga. Ja, ich komme. So, verpiss dich. Ey. Leg auf, du Wichser. Du,
Ja. Meine Fresse. So, fahr los. Ey, fahr mal zu dieser einen Garage. Ja. Wir müssen kurz tanken, Digga. Wir haben keinen Tank mehr. Bei du weißt doch, woher Toast sein Auto ist. Gebrauchtwagenhändler, meinst du? Ja. Ja, wir müssen kurz tanken, Digga. Ja, ich hab doch schon durchgefunkt, ist der dumm. Hast du Bargeld? Ja. Okay. Ey, Sosa. Ja. Du musst halt lange machen, ne? Du musst lange wach bleiben. Mit mir. Mit mir. Ich mache heute Filmabend. Oh, nee, Digga. Wirklich? Ja, ja. Oh. Ja, nice. Oder ich habe die letzten Tage jeden Tag bis. Ja, ja. Ja, ich weiß. Muss ich allein auf Streife, Alter. Perfekt. Im Gebrauchtwagenhändler, meinst du? Wo ist denn das nochmal? Hier oben oder wo? Meinst du hier bei der Platzort hier? Nein, ja. Mann, da. Oder bei. Warte, bei. Ich weiß wo, ich weiß wo. Da weiß ich schon. Ja. Da bei der Grove, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, was für einen Film wir gucken. Irgendwas, auf, was man auf Prime und auf Amazon gleich gucken kann sogar. Chat noch keine Videovorschläge. Filmvorschläge. Was machen wir nachher alles? Ihr könnt welche gucken, welche gut sind, die es auch oh bald gibt. Und nachher reinschreiben, aber nicht jetzt. Hier meinst du? Ja, ja, genau. Willst du Film wo? Schauen? Ja, ja. Da vorne. Geh rein, fahr rein. Was ist denn da nochmal? Oha! Das muss ein Olaf sein. Boah! Also, was schickst du hier rein? Ja, der Tassos ist ja noch nicht der 15. Weißt du, ich mein? Der wird morgen Dings. Der hat morgen Spiel und macht Weltrekord, macht 50 Tore in einem Spiel und dann geht er auf 70.000, weil jeder den kaufen will. Digga, ich muss eigentlich mal in FIFA wieder reingehen, um zu gucken, was eigentlich mit meinem Team da geht. Ja, das fährt 400 einfach.
Diese Ingame-Lags, ich verstehe nicht, warum das jedes Mal so ist. Digga, ich verstehe es nicht. Passiert? Jo, nice. Digga, so schnell bin ich gar nicht gefahren, oder? Ja, tut mir leid, ich hab's immer. Da werde ich mir erste Hilfe leisten, tut mir leid. Auf wie viel war ich denn? Ach so, was machst du denn? Digga, warum fahr ich nicht einfach durch? Komm, bleib bei mir. Bleib bei mir, Soße. Wieso haben wir den Flug 99, ne? Medics an BW kommen. Verletzter Kollege an der perfekt. Oh mein Gott. 97, ne? Ich raste aus, Digga. Ich hab doch nicht mal was gemacht. 9034. Medics an BW kommen. Verletzter Kollege an der Postleitzahl 9034. Verletzter Kollege an der Postleitzahl 9034. Digga, so schnell war ich wirklich nicht. Was machen Sie denn hier? Wieso fahren Sie denn den Mann um? Hallo? Kommen Sie mal bitte zur Seite. Können Sie das... Wow. Oh, schöne... Oh. Bitte helf mir. Jo, das sieht ziemlich schlecht aus hier an den Beinen. Da ist der Wagen gerade nochmal richtig schön drüber geäumelt. Aber er hat ja Gott sei Dank einen Helm getragen. Stabilisierst du den Kopf? Ja. Den Helm lassen wir an, ja? Verdammte Scheiße, Mann. Oh. Tag, hallo. Ich hatte nur einen kleinen Unfall. Okay. Was heißt klein? Ich bin bis gegen ein Auto gefahren, aber nicht so Schlimmes. Okay. Okay, wir haben gerade gesehen, dass der Wagen irgendwie ihn noch über die Füße gefahren ist. Ja. Sie haben Sicherheitsschuhe an. Haben Sie da starke Schmerzen jetzt aktuell? So stark nicht, mein Rücken tut eher weh. Ihr Rücken tut eher weh? Ja. Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, können Sie Ihre Zehen noch frei in den Sicherheitsschuhen bewegen? Nicht, dass die Stahlkappen eingequetscht sind?
Nein, meine Steigkarten, okay. Alles gut. Okay, super. Verdammte Scheiße, den härter als alles andere. Ich muss da schon Leute rausflexen. Kann ich mal Eispray an meinen Rücken machen? Eispray? Ja, ja, einen kleinen Moment, ich hole mal kurz was. Okay. Der Herr Doktor holt kurz was aus dem Auto, ja? Ja, okay. Oh Mann, so. Sind denn jetzt schwindelig oder üblich? So, nicht erschrecken. So. Olaf? Sag mal, wo bist du mit dem Motorrad gefahren? Sollen wir ihm gleich noch ein paar Ibuprofen geben? Ich bin unterwegs gehen? Gewesen, dann bin ich gegen ein Auto gefahren und jetzt wurde ich vom Medico geholt. Oh. Aber Motorrad ist bei mir, ich bin hier in der Nähe. Ist das... Kannst du zurück zur Garage kommen? Ja, ich komme gleich, wenn ich mir nichts mich gehalten habe. Okay, hier. Alles klar, danke, bis gleich, Digga. Bis gleich. Ich würde dir noch einmal eine Ibuprofen mitgeben, ja, das ist gegen die Rückenschmerzen. Okay, danke. Wenn das dadurch nicht besser wird, melden Sie sich auf jeden Fall im Krankenhaus, dass wir das nochmal röntgen, ja? Okay. Ansonsten ist es Ihr eigener Körper, Sie haben das wahrscheinlich am besten im Griff, um zu wissen, ob das jetzt schlimm oder nicht so schlimm ist. Ja. Und dann würde ich Sie jetzt erstmal wieder selbst überlassen, wenn alles gut bei Ihnen ist. Ja, bei mir ist alles gut, danke Ihnen. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Ja, dann wünsche ich mir noch alles Gute. Ihnen auch. Medics, hätten Sie vielleicht noch was zu trinken für mich? Was zu trinken, haben Sie einen Shaker? Ja, habe ich. Ich fahr die Karre Dings, ne? Ja. Das Motorrad. Oh mein Gott! Was? Bundeswehr. Hä? Doch, du wärst irgendein Knecht, Zivi, aber du bist Bundeswehr, alles gut. Ja. Dave ist da, ja. Hab ich gerade aufgemerkt. Und dann werden die gefickt, Digga, ganz einfach. Wunderbar. Hey Jungs, Alter. Marcel und Soße, könnt ihr mir einen Gefallen tun vielleicht? Jo, erzähl mal. Kann jeder von euch ein Fahrzeug mitnehmen, dass wir das in Platzhut einparken können? Ich nehme das drauf. Die Papiere sind ja noch gar nicht fertig. Achso, ja, die Papiere sind noch fertig. Mit dem Motorrad habe ich 400 gepackt. Ey, Soße, mitkommen, Digga. Ja, was ist los? Wir hatten gerade Probleme, Digga. Und bist du dabei oder nicht? Wir sind gerade an den Chris vorbeigefahren. Ja. Das waren 20 Leute, ja. Ich meinte, dass die scheiße sind, weil die sind ja auch scheiße, ne? Ja. Die sind uns hinterhergefahren und haben mir gedroht, ja. Und ich habe mir deren Gesichter gemerkt. Und circa eine Stunde werde ich mit meinem Team, Mahmoud und so, die stürmen. Bist du dabei oder nicht? Ja oder nein? Wunderbar. Olaf ist auch dabei. Was ist denn das? Ist das überhaupt eine Frage? Ja, ja, Entschuldigung. Aber die ist jetzt, ich bin gerade bei den Crips gewesen und die hatten schon eine Versammlung. Also du kannst damit rechnen, dass sie schon wissen. Das kann gut möglich sein, Digga. Aber im Endeffekt haben wir unsere Leute, Digga. Und Isco, wir werden die wiederfinden. Ich rufe mal Isco an, vielleicht ist er auch dabei. Ich gebe ihn immer. Ja, Isco ist safe dabei, Digga. Und unsere Spezialisten, Mahmoud und Chito, Digga. Scheiße. Was geht, Marcel? Was geht, was? Hä? Wer bist du? Bryce, Digga. Oh, weil du bist jetzt. Geil, Digga, ja. Du sollst Scheiße machen, sagst du.
Ach, Price, Digga. Haben schon das ein oder andere hochgenommen, Digga. Hallo? Isco? Ja, grüß dich. Wie geht's dir? Na, no, super, und dir? Ja, auch sehr gut. Wo bist du? Wittelbahn. Ach so. Was machst du? Gar nichts. Ich bin gerade aufgewacht und ich habe irgendwie keine Nummern mehr. Ja. Ich habe nur noch. Ja. Marcel und Mahmoud und Olaf und die anderen wollen ja die Crips scheppern. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei. Was eine Plage. Hast du eine Waffe? Nein, ich glaube Pistole. Ja, ich gebe dir. Ich habe noch eine AK, die gebe ich dir. Oh mein Gott. Okay. Wo seid ihr? Wir sind gerade bei der Garage hier, aber wir müssen gleich die Karren zum Platzort fahren. Okay, soll ich Platzort fahren? Ja, kannst du machen, ja? Okay. Okay, ja, lau rein. Ah, bis gleich. Bis gleich. Okay, okay. Sehr gut, danke schön. Deswegen wird lange wach, Alter. Dann fahr ich. Machst du jetzt auch den Soße oder was? Ja. Moment, mein Telefon. Geben Sie mal die Hand. Dankeschön. Ja, super. Ich bedanke mich auch. Spontane Aktionen sind meine Aktionen. So sieht's aus. Wo sind denn die Jungs jetzt? Achso, Achso, so ist es hier. So, welches Auto willst du in die Garage fahren? Die Karre da hinten. Ich bin mit der mit 400 draufgegangen. Ja, okay. Zum Platzhut. Marcel! Ja. Marcel, fahr mal den Maybach zum Platzhut. Jo. Okay, Jala, wir sehen uns da. Ey, warte. Wollen wir kleine Wette machen, wer jetzt erst ankommt? Oh, warte, da muss ich aber meinen Google Maps aufmachen, Digga. Ja. Damit ich da auch den genauen Standort hab. Ja, du bist aber schneller unterwegs, ne? Du hast mir doch die Wette gerade vorgeschlagen. Ja, okay. Um wie viel denn? Was ist 100, da 100 im Kopf. Du hast sowieso noch 100 im Kopf Schulden bei mir. Nee, du hast mehr im Schulden. Egal. Ja, gar nichts habe ich. Du kannst ja warten, Digga. Was war mit dem Fallschirm? Bei mir nicht. Also machen wir jetzt. Ja, okay. 3. Hey! Digga, was ist das für eine Scheißkarre? Digga, Hilfe! Guck mal! Ich habe noch nie so eine Arschleckung gesehen. Ey! Ich hab eine Wette, du Wichser! Piss dich, du Wichser! Karre fährt nicht mehr. Also, was hat er sich hier geholt? Steig auf, du kleiner Wichser. Schnauze, du Steig auf, du kleiner Wichser. Komm. Guck mal, ich hab jetzt. Ey, ich hab 100 Euro im Kopf wegen dir verloren, ne? Ja, perfekt, Digga. Hoffentlich gescheit. Scheißkarre der Welt gekauft. Wie lange brauchst du? Ich hab noch nie so ein Auto. Ah! Du Wichser! Ah! Du Hund! Soll die Scheiße! Ich hab noch nie so eine Scheißkarre gesehen, Mann. Halt's Maul, wenn du nicht fahren kannst. Junge, fahr mal die Karre, das größte Kackkarre. Die Lenkung ist so scheiße. Ja, ist doch egal, es geht um die Optik. Ja, es geht um die Optik, Alter.
Ja, wie bei deiner Mutter. Und wie fährt die sich, Digga? Scheiße! Ja, ich fährte scheiße, ne? Ja? Yeah. Bin auch damit gefahren, Digga. Du willst einmal bremsen, du machst doppelten Backflip, Digga. Ja, ist doch egal, aber es geht um die Show, Digga. Niemand hat die Karre, verstehst du, wie ich meine? Was ist denn das für einer? Das sieht aus wie ein, irgendwie, Dings... TLA, Bruder. Sieht irgendwie so aus, McLaren X Mercedes. Ja, ja, CLK GTR. Danke. Noch nie gehört, Alter. Ich auch nicht, Digga. Danke, scheiße. Hey, was ist denn jetzt mit Dings, Alter? Mit, der hat einen Unfall gemacht, der ist auf dem Kopf. Ernsthaft? Ja, ja. Mhm. Jetzt sind wir im Übrigen schuldenfrei, ne? Ja, ja. Eigentlich schuldest du mich noch vom Feuer, aber lass dich mal wegsehen. Ich, Bruder. Okay, scheiß drauf, Digga. Dann werden heute Abend nochmal 500 reinkommen, Digga. Kannst warte mal, du Wichser. Ey, warte, so war es nicht gemeint, weißt du, wie ich mein? Ja, dann sag was Liebes jetzt. Dein Mantel doch, steht Digga. Dir. Er meint es genauso. Guck mal, was er mit deiner Karre gemacht hat. Wer hat die Wette gewonnen? Ich. Jawohl, Digga. Jawohl, ich gönn's dir, Digga. Er hat mich sogar noch gerammt, der Wichser, ne? Vom Herzen, Digga. Vom Herzen. Was ist das für eine Karre? Dave ist doch da. Oha. Achso, dann ruf ich mal kurz Dave. So ein Arsch, ich hab mich 20 Mal überschlagen mit dir, Digga. 20 Mal, Digga. Ey, du Wichser. Aua. Yo, Olaf, danke, dass du nach mir geschaut hast, Digga. Während ich mich 20 Mal überschlagen habe. Ich war doch da. Kuss, Digga. Ja, ja. Wie geht's dir? Alles gut? Ja. Nein, ich bin fast gestorben, Digga. Kein Problem. Mir geht's gut. Fahr weiter, Olaf. Na, gar kein Problem. Was schreist du denn, du Arschloch, Alter? Halt deine Fresse in Ruhe und so, Digga. Natürlich, du Muschi. Deswegen überschlägst du dich und steigst aus der Karre aus. Ja. Hey. Schlüpfer. Moment, mein scheiß Telefon wieder. Ich schmeiß das gleich vom Fenster. Ja. Ey, yo, Soße. Ja. Yeah. Ich wollte den Maybach jetzt noch mal kurz ein wenig aufwerten. Wie willst du das machen? Bist du dabei oder bist du im Dienst? Nein, Digga, ich bin nie im Dienst, Mann. Ich bin nur Ja, entspann dich, Babyface. Ja. Der Toast soll mal weg. Lass mal Herr Toast erzählen, was für gute Arbeit wir machen. Achso, Herr Toast, die wissen noch nicht Bescheid. Kommen Sie mehr. Ich habe heute... Achtung, ich pack mal meinen Wagen aus. Ich habe heute gesagt, dass dass hier Herr Schaar, also hier Olaf, bei uns ein Praktikum macht und habe gesagt, dass du das genehmigt hast. Also nicht wundern, ja? Das ist aber schlecht. Warum? Du kannst doch nicht einfach sagen, dass ich irgendwas genehmigt habe, was ja, es war in einer Notsituation. In einer Notsituation? Ja. Aber das Ding ist... Was ist passiert gewesen? Du musst aber wissen, dass Olaf am Überlegen ist, zur Bundeswehr zu kommen. Also ihm hat's gefallen. Ja, ja, aber aus welcher Situation hast du das gesagt? Ja, weil mich dieser, wie heißt er nochmal, Holgersen in die Ecke gedrängt hat. Boah. Der Wichser fährt mir auch den ganzen Tag hinterher und guckt, was ich mache. Ja, richtig so. Ja, ich mach gute Arbeit, Mann. Heute schon 2 Karabiner geklaut. 2 Karabiner konvestiert. Gestern Nacht haben Sosa und ich einen Überfall allein geleitet. Stimmt, da haben wir auch die Räuber geschnappt. Mhm. Und dann noch um 3 Uhr morgens den OG von den Hustlern eingebuchtet. Stimmt, den OG den von den Hustlern haben wir auch eingebuchtet. Jungs, ich möchte euer Kaffeegrenze nicht stören, ne? Aber es geht in 15 Minuten los, ja? Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht, yalla, Digga. Okay, yalla, lass uns. Wobei denn? Ne? Meine Schützen sind schon auf dem Weg. Wir werden die Clips stürmen. Ach du Scheiße. Nee, ich lass mir das nicht mehr bieten. Das geht seit Tagen so, Digga. Ich lass mir komm das los, nicht mehr bieten. Lass doch schnell die Karre fertig machen. Okay, wir haben noch 15 Minuten, yalla. Jo. Hallo. Ich muss noch, lass mich noch. Dings, wenn du fertig bist mit der Karre, lass du Bundeswehr Schutzwesten für uns beide, ja? Okay. Ja, das Ding. Oh mein Gott. Das war's wieder komplett mit Tune. Stimmt, einfach 11 Tage nicht gejaxt, als wenn das so schwer ist. Ich glaube, ich kann den so nicht tunen, Bruder. Warum? Ja, Digga, weil ich einmal gegen Pfeiler gefahren bin. Ich mach den hier vorne mal kurz heil. Can you stop? Dave ist doch jeder. Na egal, hier ist doch halt direkt.
Welches Fahrzeug findest du am besten? Das Motorrad oder den hier? Schon geisteskrank, aber Marcel hat viele Unfälle. Ja, der ist auch. Hey, Isco! Ja. Marcel ist bei der Platzgarage. Okay, ich geh zu ihm, ja. Ah, okay. Okay. Ja, da. Ciao. Ciao. Ah, unsere Graffitis sind ja sogar zum Teil noch hier, Digga. Nicht alle, aber einige. Aber die Karre ist auch schon nice. Ja, Mann, Digga, die ist schon Pimperino, Digga. Die andere, Alter, sie ist auch wie scheiße. Größte Hasskarre, weil ich in Uni Minus mit der gemacht hab. Welche meinst du? Ja, die eine, keine Ahnung, was das war, Mann. Dieser scheiß Mercedes. Ach, den, ah. Aber wieso hast du dafür nur, wieso hast du da nur Minus mitgemacht? Sag mal, bist du dumm? Ich bin die Karre doch gerade gefahren und hab deswegen 100 Minus gemacht. So meinst du? Ich hab an dem alten Mercedes gedacht, den du dir gekauft hattest, weißt du? Nein. Warum beleidigst du denn auch gleich immer, Digga? Warte mal, den Weg da hinten muss ich erstmal beleidigen. Was denkt der, wer ist das hier? Kann ich aussteigen. Nein, lass gut sein, Digga. Er ist doch wieder gegangen. Was meinst du, welche Farbe, Digga? Oh, den kann man in zwei Farben, oben und unten, Digga, anscheinend. Auf jeden Fall braucht er noch neue Felgen, Digga. Ja, aber ich würde eine einheitliche Farbe nehmen, Mann. Safe Call, Bruder. Das sieht aus wie, keine Ahnung, sieht aus wie Kacke. Versuch mal gelb-schwarz, ob das gut aussieht. Gelb-schwarz? Ja, Mann. Gelb-schwarz sieht eigentlich immer gut aus, aber nicht, wenn oben und unten ist. Du meinst... Gelb-schwarz, Digga, bist du doof, das BVB-Fahrer, Alter. Hast du was gegen BVB, oder was? Ja, natürlich. Die finde ich gar nicht schlecht, Digga. Mach mal oben. Ja, warte. Ui, oha. Kannst direkt behalten, Mann. Sieht echt krass aus. Sieht echt stark aus. Ja, Digga. Reicht doch erstmal. Fahr mal zur Garage. Oder warte, ich muss noch, fahr mal zu mir, Idiot. Ich muss noch... Irgendwie Platz dort? Nein, bei mir, zu Hause. Ich hab schon eingegeben, aber ich muss eine AK holen. So. Okay. Aber warum fährt man da jetzt so Filme wieder gegen die, Grips? Hast du's mitbekommen, was passiert ist? Nee, ne? Ja, er ist irgendwie frech zu denen gewesen, die sind frech zurück gewesen, jetzt will er die ficken. Ey, Digga, ich hab mein Auto hier gekauft. Ich hab mein Auto hier gekauft, Digga. Ja. Und, oder beziehungsweise Probefahrt. Digga, war mal Submod rein. Wir standen an der Garage, ich hab getankt, Digga. Wir sind losgefahren, hat da fuck Crips geschrien, Digga. Und dann sind die uns hinterhergefahren, Digga, und haben uns aus dem Auto gezogen, weil mein Auto kaputt war dann. Und, Digga, es waren 20 Mann, Alter. Ich hab mich einfach rausgehalten, ich hab gesagt, entweder mit nichts zu tun haben, Alter. Lass mich bloß im Frieden, Alter. Aber ich sag so dir ehrlich. Ich hol kurz die AK, aber ich sag dir ehrlich, das wird trotzdem lustig, weil Mahmoud und Dings und Cheeto sind dabei. Hm? Brauchst du auch eine AK? Nee. Okay. Was steht denn da, Big Clip? Du Wichser, mach das weg in der Zeit! Digga, kann ich mein eigenes Haus nicht betreten?
Junge, ich raste aus. Ich komme einfach bei mir selber zu Hause nicht rein. Ja, Bruder, bei mir war ganz viel auch gerade Kopfschmerzen. Ich kann nicht mal mein Handy rausholen. Ey. Ja, perfekt. Hier. Wo sind die anderen Wichser? Fahr zum Dienst, ich hol Schutzwesten für uns. Und meld mich ab. Hörst du mich? Ja, sorry, Digga. Ja, können wir machen. Star macht gerade so Faxen. Ja. Heute will sich der Typ, ich hab ja vor ein paar Tagen das Haus für 25 gekauft, ne? Mhm. Heute wollte dieser Immobilienmakler hier und der will sich vielleicht das Ding für 29 kaufen. Ja, ich hab vorhin hab ich das mitbekommen, Digga. Schmierige Wichser. Den musst du eigentlich abziehen, Digga. Ja, normal, Alter. Diese ganzen Anzugleute. Naja. Boah. Mann, ey, ja, was ist denn los? Rechts ran, bitte. Das ist Antoine. Oh Gott, ey, warum machst du das so? Rufen wir gleich wieder an. So, sehr gut. Can you stop? Ich